So, meine lieben Freunde, wir sind heute im Ruhrpott wieder unterwegs und haben einen Ehrengast aus den USA. Über den großen Teich ist er geflattert. Marvin, Texas. Was geht, was geht? Wir essen hier Steak wie junge Götter. Steak, wie man es in Texas nicht mal bekommt. Nur vom Allerfeinsten, ja, der Marvin ist zu Gast bei der Nummer 1, dem Aschkobar. Sei herzlich aufgenommen worden. Herzallerliebst. Da gibt es nichts zu meckern, oder? Nein. Wie? Da hat sich eine richtig coole WG entwickelt zwischen den beiden. Eine Studenten-WG. Eine schöne Studenten-WG, aber man lebt so auch so ein bisschen aneinander vorbei. Der Marvin hat diesen Nachtrhythmus, ja, wo er dann bis in die Morgenstunden, wenn die Vögel ihn schon beschimpfen, alkoholisiert in dem Twitch-Stream, da steht der Aschkobar dann irgendwann auf und sagt, Marvin, jetzt mach aber langsam mal Feierabend. Ja. Geh mal ins Bett jetzt. Ja. Das ist doch nicht gut für dich. Wir müssen um 7 Uhr zum Training. Ja, und mit gepackter Sporttasche stolziert dann die Nummer 1 zum MMA-Gym. Da macht er dann erstmal 6 Stunden Sparring. Und erzählt mir dann, wie es war. Ja, und sagt, schäm dich. Was hast du denn in der Zeit gemacht? Hast du wenigstens die Kronkorken weggeräumt vom Boden? Ich drehe da immer drauf, Marvin. Ja, wir arrangieren uns da schon, ne? Ja, das passt. Mit den Jungen. Ja, das pendelt sich mit der Zeit ein. Auf jeden Fall. Beide Jungs ja richtig am Gas geben und Asche-Album steht jetzt auch in den Startlöchern. Ist nächste Woche soweit. Also merkt euch das mal, 2.9. gibt es ein Doppelalbum. Wer macht sowas heutzutage? 40 Songs? Ja, das würde ein anderer Rapper über 3 Jahre und 5 Alben verwerten. So, also absoluter Ehrenmann hier. Danke, unser Mann, die Nummer 1. Danke, Bruder. Der Clint Eastwood des Deutschrap wird, wird wieder zuschlagen, wenn es heißt Nemesis Genesis als Doppelalbum. Das ist dann so nochmal ein Paukenschlag, der im Deutschrap passiert dieses Jahr. Da darf man sich auch was freuen. Fanfaren und Ringglocken läuten ein. Und dann heißt es wieder, sie nannten ihn Knochenbrecher. Ja, da werden wieder Knochen gebrochen. Munter drauf los. Immer auf die 12 Reine, die Masse, Freunde, mit dem Siegerlich. Wir machen gleich noch einen kleinen Talk im Studio von der Nummer 1, haben wir uns entschlossen, weil hier dieser Brunnen zu laut plätschert. Ja, das ist das Ohr des Influencers, ja. Das kriegt reizempfindlich. Das ist so Spar-Arbeit. Man wird reizempfindlich durch dieses ganze Twitch-Game am Handy noch den Chat mitverfolgen, Multitasking des Grauens, da ist so ein einfacher Brunnen manchmal schon. Oder mit Gamer-Headset da. Mit Gamer-Headset, der ist doch überempfindlich mit Mikrofon sitzen oder nee, das hat Steuergeräusch. Das hat aber auch damit zu tun, dass die Zuschauer dann denken, wir sind hier im Spa und wir machen hier gleich noch Massage mit Happy End nach dem Talk. Den Eindruck wollen wir natürlich auch nicht vermitteln. Nee, weißt du, wie ich meine? Auf gar keinen Fall. Wir sind ja korrekte Leute hier. Ja? Ganz genau. Wollen wir nicht verachten. Korrekte Leute in korrekten Locations. Sicherlich. Ja. Abseits davon, das klingt auch irgendwie, als ob im Hintergrund die ganze Zeit einer am Pissen ist. Das muss auch nicht sein. Ja, wir sind ja am Bierzeltende. Das hat mit genug Pissern zu tun in Deutschland. Da muss das ja nicht auch noch im Hintergrund hier rumplätschern. Das ist richtig. So, also Marvin macht aber den Flattermann schon wieder in ein paar Tagen und ist dann wieder erstmal außer Lande. Hat aber hier 2 coole Fantreffs auch arrangiert mit der Bogota-Bubble, kann richtig man sagen. Die Bogota-Bubble ist stabil. In Berlin war sie gewesen und in Köln. Richtig, ja. So, und die Leute kamen da tatsächlich wie die Maulwürfe seit langem mal wieder ans Tageslicht, muss man sagen. Mit sich rein mit den Augen. Nein, also Grüße an die Bubble, finde ich cool, dass ihr das so macht und auch cool für Marvin, dass er sowas veranstaltet. Wieder ein bisschen Interaktionen im Real Life. Herrlich. Forcieren, muss man dazu sagen. Ja. Herrlich. Back to life. Nee, war wirklich geil. War wirklich geil und das werden wir auf jeden Fall in Zukunft noch öfter machen. Einfach die Menschen wieder zusammenbringen. Finde ich super. Ja. Das ist herzergreifend. Ja. Absolut herzergreifend. Zu Tränen gerührt auch gerade, ja. Ich muss das nächste Mal dabei sein. Ja, safe. Genau. Die Bogota-Bubble. Bogota ja auch aktuell einer deiner Lieblingssongs, würde ich mal sagen, ne? Ja, der Remix hat mir sehr gut gefallen. Hast du eigentlich dein Part selbst geschrieben? Halbe halbe. Ja. Ich habe das mit Twizzy habe ich im Auto von Braunschweig nach... Wo waren wir da? War das auch Bochum, das alte Studio? Oberhausen. Braunschweig nach Oberhausen. Da haben wir uns da die Punchlines ausgedacht. Und die Ohren gescheppert haben uns die da. Wahnsinn, ne? Und dann Aschkobar hatte natürlich noch nichts fertig, aber das kam dann irgendwann über die nächsten Tage auch. Und fertig war das Meisterwerk. Ja. Ist auch gut gechartet, glaube ich, oder? Mhm. Knapp an der 100 vorbei. Ja.
Nee, war mal ein süßer Ausflug auf jeden Fall in die Welt des, des Sprechgesangsartisten. Warst du eigentlich aufgeregt, bevor der Song rauskam? Oh, sehr. Ich habe ja auch gestreamt. Ich habe in die Premiere reingestreamt. Ich habe fast Herzinfarkt bekommen. Ja. Echt? Naja, naja. War schon Aufregung, oder? Ey, safe, safe. Ja. Also er wird heute auch sehr aufgeregt sein. Wir streamen heute auch in die Premiere vom Aschkober rein. Wenn Street Fighter rauskommt, ja. Ja, das wird auf jeden Fall lustig. Das wird auch, ich weiß noch die Zeiten, Asche, wo wir immer die Release-Partys gefeiert haben bei uns im Studio, immer mit Catering. Wir haben richtig aufgefahren. Feinstes Catering. Aus diesem Steakhouse hier übrigens. Mhm. Und haben uns dann immer alle versammelt, die so irgendwo dabei waren. Geil. Und haben das richtig zelebriert eine Zeit lang. Das war die Zeit, als Asche und ich so diese Lone Wolf-Geschichte gemacht haben, wo alle gegen uns waren. Das alte Umfeld zu Verrätern und die ganze Geschichte. Und wir haben dann diese Alphagene 2-Zeit durchgezogen. Ja, ja. Und danach auch noch weitergemacht. Mhm. Und haben dann auf MBK hingearbeitet. So, Against All Odds. Das hatte schon Charme. Diese Zeit war wirklich cool. Und da sind wir auch zusammengewachsen. Kannst dich erinnern, an dem Tag, bevor Stress rauskam, hatten wir nochmal einen Videocall. Ja, da habe ich euch angerufen, ihr wart im Studio, weil ihr wart auch so gelassen, ja, so von wegen, wird geil. Komplett zuversichtlich, ja. Beide riesen Grinsen auf der Fresse gehabt. Ihr wusstet, dass es scheppert. Ja, wir wussten, dass es wahrscheinlich sowas wird wie, will man nicht vergleichen mit anderen Releases, aber NBK, das war so ein Ding wie, du musst dich aber bei wie so ein Underground-Release eigentlich. Du machst jetzt einfach nur aus Liebe zum Rap, weil es ein Kapitel von Deutschrap ist, was definitiv in die Geschichte eingehen wird, aber auch für uns einen großen Stellenwert hat. Weil der Asche war in der Zeit wirklich einer der Einzigen, die mir noch die Treue gehalten. Das stimmt, ja. Das ist manchmal so. Viele Leute wollen einen, der oben ist, wieder fallen sehen. Und sobald die wittern, da wird es gerade dünn auf dem Eis, auf dem der sich bewegt, da wollen die nochmal drauftreten. Und da zeigt sich der Charakter eines Menschen. Also, und das vergisst du auch nicht mehr. Und dann entstehen auch Business-Sachen, die können auch eine Freundschaft gefährden. Und in den meisten Fällen geht sowas auch irgendwann kaputt. Weil man ist sich nicht einig. Jeder denkt, er hat mehr Anteil an der Sache, dies und das. Aber das gab es bei uns zum Beispiel Gott sei Dank gar nicht. Und das hatte ich mit wenigen Leuten. Majo gehört noch dazu, Farid gehört natürlich dazu, San Diego. Aber die Leute kannst du tatsächlich an 10 Fingern abzählen, die man so trifft in 20 Jahren Musikbusiness, wo du weißt, ey, der ist auch bei dir, wenn es mal gerade nicht so läuft. Weißt du? Und das ist viel wert. Und ich bin auch stolz auf die Entwicklung, die der Asche gemacht hat seitdem. Weil er hätte auch einfachere Wege gehen können. Er hätte sich irgendwo dranhängen können oder hätte den nächsten Move machen können, weiß ich nicht, Industrie, bisschen da rein, da so ein Vertrag, wo man dann auch Playlisten sicher hat. Aber Asche hat tatsächlich sich entschieden, einer der letzten Ranger des Deutschraps zu sein. Und er ist momentan aktuell einer, der das Ganze noch am Leben hält. Das ist wie ein Defibrillator gerade. Ja. Ich selbst natürlich auch. Ja. Aber auf mich ist immer Verlass. Aber ein Asche noch dabei zu haben, stellt euch mal vor, er wäre jetzt nicht da. Wie viele haben wir denn dann noch? Wärst du ganz schön einsam. Das ist richtig. Das ist richtig. Ja, er hätte ein bisschen Xylophon-Beat-lastiger arbeiten können auf jeden Fall. Ja. Nein, ich hatte immer die Worte vom Boss im Kopf, dass er mir immer gesagt hat, nichts überstürzen, bleib deiner Linie treu, lass dich nicht verbiegen, guck nicht nach links und rechts, mach weiter, bleib genau so, nicht hektisch werden. Guck mal, viele, die so ein bisschen an Hype gewinnen, so, wo die merken, so, okay, es geht langsam aufwärts, die fangen an, so komische Moves zu machen, jetzt hole ich mir alles. Langsam, beständig alles aufbauen, vorausschauend arbeiten und nie den Fokus verlieren, das ist das Wichtigste. Nie den Fokus verlieren auf das Wesentliche, auf die Musik. Darum geht's, weißt du? Nicht hier links und rechts und Influencen und so weiter. Den Eisdeck kannst du in 3 Jahren noch rausbringen, weißt du? Das Scheiß ist egal. Auf den Scheiß auf den Eisdeck. Erstmal. Scheiß auf den Eisdeck. Es geht um den Cup. Lass uns die Limo machen. Richtig. Und den Gaming Booster. Der Asche Gaming Booster, da sehe ich dich. Ja. Noch mit Shaker und alles drum dran. Nee, aber es ist ja vollkommen richtig, ja. Also ich glaube, das war auch ganz gut, ja, dass ihr euch so diese, sagen wir mal, so in der Öffentlichkeit so, jeder macht sein eigenes Ding erstmal, ja, damit man auch nicht sagen kann, oh, der Sidekick, ja, und oh, der Kolle, der zieht den jetzt mit und alles drum und dran, sondern es war gut, ja, so diese Etappe, ja, dass auch mal nicht jeder zweite Song Feature ist und alles drum und dran, sondern dass sich da auch eine eigene Künstlerkredibilität auch herauskristallisiert, ja. Und das ist jetzt der Fall und, Ich hab dir ja schon 1000 Klops dafür gegeben, jetzt reicht's aber auch mal. Ja. Es ist aber eine Einstellungssache, wenn du von dir selber überzeugt bist und die Verantwortung bei dir selber haben willst und sagen willst, ich will nicht, dass irgendjemand meine Karriere dauernd macht. Yeah. Weil wenn du mit Kolle bist, ist normal, dass es bei dir läuft, weißt du?
So, der postet, der ist mit dir, das ist normal. Das bei dem, aber auch nur bis zu einem gewissen Grad. Genau. Und dann ist wieder der Schatten, in dem du stehst, richtig, da musst du erstmal raus. Richtig. So, und den Sprung zu schaffen, das ist ja das Schwierige. Aber das, das sind ja genau seine Worte. Geh deinen eigenen Weg, du musst dich irgendwann mal selber beweisen. Du musst dich selber beweisen, ja. Mit deinem eigenen Channel und dann nicht mit einem Channel, mit Alpha Channel, sondern mit deinem eigenen kleinen Channel und zeig, was du kannst. So, und das war, so das haben wir das besprochen und so haben wir das gemacht und ich hab's nicht gezogen. Das finde ich aber gut bei dir, weil es gibt andere Leute, die signen Rapper, die sehr talentiert sind und haben aber dann Angst, dass die größer werden als er selber oder dass die lernen, auf eigenen Beinen zu stehen und so weiter, ja. Und dann so wird versucht, dann so die unten zu halten oder so. Ja, also, ey, bis hier noch nicht weiter. Das sind diese schwachen Egos. Aber warum mache ich sowas überhaupt? Warum habe ich überhaupt ein Label gegründet damals? Das hätte ich doch gar nicht nötig gehabt. Ja, ja, ich hätte mir doch auch funktionierende, bereits etablierte Artists suchen können. Aber ich wollte ja wirklich Jungs quasi von nichts aufbauen. Ich habe da den Jiggy zum Beispiel auch aus dem Gefängnis geholt und hab versucht, die Leute aufzubauen, die nichts haben. Ja. Und ich bin auch mittlerweile, klar hat man so seine Fäden oder das sind junge Leute, die haben manchmal Unverständnis für gewisse geschäftliche Dinge einfach. Ja. Und da ist auch noch ein Freundeskreis drumherum. Ich kann mich da reinversetzen, weil ich war selber mal in der Position, wo ich gedacht habe, ich habe bei Self mit den übelsten Knebelvertrag und mache hier eigentlich viel mehr, als mir mein Hack am Ende rumkommt. So, oder? Ich kenne also auch die andere Perspektive, deswegen bin ich da immer milde. Und auch heutzutage, wenn ich mir einen Jiggy zum Beispiel anschaue, der hat sich gemacht, der hat seinen eigenen Weg gemacht. Schön, so, ne? Schön. Hat sich in Form gebracht, da ist überhaupt gar kein böses Blut von meiner Seite aus. Schön. Zu keinem von den alten Leuten ist irgendwie ein böses Blut. Ich habe aber versucht, eine Plattform zu sein für Leute, die vielleicht sonst keine Chance kriegen, in einem Markt, der sich immer mehr Richtung Mainstream orientiert, wo du nur noch Chancen hast, wenn du ein bestimmtes Soundbild ablieferst. Und da sind wir jetzt gerade. Und jetzt ist es richtig schwer für Leute, die sagen, wir wollen noch den Rap mit Seele machen, wie der eigentlich mal auch wie das Rap war. Und nicht wie so ein Rap-Kostüm. Und das funktioniert aber nur, weil das jetzt gerade ein TikTok-Trend ist oder so. Und deswegen sage ich Defibrillator, es muss immer Leute geben, die das auch durch so eine schwere Zeit den Hip-Hop noch durchtragen. Das klingt alles so pathetisch, als wäre der arme Hip-Hop so ein Baby, den man immer wieder retten muss. Aber man muss sich eins klar machen, der Hip-Hop, der Deutschrap, der hat eine ganz eigene Story, eine ganz eigene Historie. Und das hat keine andere Musikrichtung. Da gibt es nicht diese Dramen, da gibt es nicht diese Fäden, da gibt es nicht diese, auch den Einfluss, den das auf eine Jugendgeneration hat. Der ist bei Pop oder bei Schlager nicht gegeben. Das ist meistens Partymusik oder Radiomusik. Aber das hier ist jugendkulturprägend und auch zukunftsprägend, was wir machen. Der Stellenwert von Deutschrap und das Potenzial, was da drin steckt, in dem realen Deutschrap, und damit meine ich gar nicht unbedingt Soundbild und man darf kein Autotune, ich bin ja hier nicht der Typ, der Regularien für den Sound aufstellt, aber was ich vermisse, ist einfach die Seele, dass ich merke, der Artist macht das aus einer Leidenschaft zur Musik in erster Linie und nicht primär deswegen, um schnell reich zu werden. Und da fallen die Leute schon vom Stuhl, weil sie mitfühlen. Weil sie mitfühlen mit was hier, Deutschrap. Ja. Die mich jetzt hier nochmal über die Ziellinie trage, retten das Ding nochmal. Ich habe dir doch erzählt, dass die Auswahl von meinem ersten Song, der mich quasi in die Öffentlichkeit gebracht hat, Stress, dass alles auf Kolle gewachsen ist, dass auf dem Bewerbnis gewachsen ist. Ich habe ihm so mein Album damals durchgespielt und er hat alle Songs durchgehört und am Ende haben wir noch gesagt, weil ist doch noch Stress, da hat der Produzent noch gesagt, ja, ist doch noch Stress hier. Ich habe gedacht, ach, lass den Stress, den habe ich so gemacht. Der Kolle sich dann angehört, ist aufgestanden, hat gesagt, bist du bescheuert? Ja. Das ist die erste Single, meinst du? Ich habe den komplett abgeschrieben. Und er war mit mir beim Videodreh. Es gibt doch noch dieses Doku vom Videodreh. Cole ist auf dem Kran, er hat alles mitverfolgt, er hat alles mitgedreht, hat den Kameramann über die Schulter gesagt, nicht so filmen, so musst du filmen. Alles in die Hand genommen. Geil. Ja, aber ich war mit Leib und Seele dabei. Das war geil. Ganz klarer Fall. Und das hat auch am Ende dieses letzte Quäntchen so, weißt du? Ja, und dann kam das Video, das war geil. Deswegen waren wir so entspannt. Das war perfekt, Alter. Ja, als der Song kam, Alarm los, okay. Ja. Guck mal. Das etwas, was gekommen ist, um zu bleiben. Als Künstler, Bruder, ist es manchmal schwierig, so alles objektiv zu betrachten. Das heißt, du hörst deinen eigenen Song und denkst, der ist geil, aber wenn du nicht jemanden manchmal an deiner Seite hast, der ist wirklich so, der sich das anhört und sagt, ey, Bro, das ist es nicht. Oder das ist es, verstehst du? Das ist immer sehr schwierig. Deswegen ist es immer geil, wenn man in dieser Branche noch Leute hat, auf deren Meinung du wirklich auch großen Wert legst und die dir auch eine geile Meinung geben, also eine gute Meinung geben und dir ehrlich eine Meinung geben und nicht einfach dir nach dem Mund reden und sagen, oh krass, krass, krass. Du bist ja zu nah dran an deinem eigenen Werk. Du hast es schon wahrscheinlich bis du das Cole das erste Mal gezeigt hast, 500 Mal gehört, dass du gar nicht mehr weißt, wie dope ist das denn eigentlich, wo sind die Nuancen, die wirklich auch die Highlights sind. Ja, dann ist es wichtig, dann auch so einen Tag-Team-Partner zu haben, der dir dann auch eine ehrliche, ungefilterte Meinung geben kann, aber auch die nötige Expertise hat, um überhaupt seinen Maul aufzumachen. Ja. Da fragst du halt nicht den
den nächsten Besten an der Pommesbude. Wie findest du den Song? Ja, weil das ist ja Quatsch dann. Und dann fragst halt den Boss. Ne? Und was kannst du für eine bessere Meinung kriegen oder ein besseres Feedback? Deswegen, ja. Und deswegen hat das auch so eingeschlagen. War ja. Okay. Immer noch nice, Alter. War der Anfang. Etappensieg. Ja, immer weiter, ne? Etappensieg. Der Cup ist noch nicht geholt. Nein, noch lange nicht. Aber den holen wir noch.